Nummer 1. Er hat gesagt, die USA betreibt keine Industriespionage. Nummer 2. Dass das NSA-Prison-Programm ist darauf begrenzt, Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und organisierte Kriminalität aufzudecken. Drittens, mit Hilfe von PRISM sind 45 Attentate weltweit verhindert worden, 25 davon hier in Europa und allein 5 davon hier in Deutschland. In einer Rede am 19. Juli hat der Chef Justiziar des Nationalen Geheimdienstkoordinators in den Vereinigten Staaten gesagt, und ich zitiere, wir müssen unsere Aufklärungsmöglichkeiten im Ausland nicht, um Betriebsgeheimnisse ausländischer Unternehmen zu stehlen und amerikanischen Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Und ich muss sagen, dass die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten, dass die Regierung der Vereinigten Staaten Wirtschaftsspionage betreibt und dann ihre Informationen an amerikanische Wirtschaftsunternehmen weiterleitet, ist lächerlich. Das ist Chatham House Rules. Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern haben wir in den Vereinigten Staaten keine Unternehmen in Staatsbesitz oder Monopolisten, an die Regierung solche Informationen weiterleiten könnte. Eine solche Vorgehensweise würde in unserer freien Marktwirtschaft gar nicht funktionieren. In anderen Worten, sind wir nicht Frankreich.